Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Until Dawn, unserem wunderbaren Horror-Slasher. Wir werden es sehen, wohin die Reise geht. In der letzten Folge haben wir einiges an Charakteren kennengelernt und jetzt schauen wir mal weiter. Wir haben hier nämlich gerade wieder mal... Oh Gott! Hey, hey, wow, tut mir leid. Geht da wohl aber los. Wollte ich nicht erschrecken. Muss das sein, ja, also Matt? Ich meine, ich wollte dich schon erschrecken, aber nicht völlig verschrecken. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hey, wow. Mann, tut mir echt leid, Ash. Ist okay. Schon gut, schon gut. Was schaust du dir an? Ist irgendwas Spannendes zu sehen? Lass mich mal ran. Es ist kaputt. Ermutigen. Siehst dir an. Ich würde sagen, wir täuschen ihn, weil... Da wir ja gerade gesehen haben, der gute Matt scheint ja was für die gute zu empfinden. Nein, ist irgendwie kaputt. Man sieht gar nicht richtig, was nur... Was? Ehrlich? Bestimmt sehe ich einen coolen Bären, der einen Fuchs frisst oder sowas. Nein, ehrlich, Matt, man kann wirklich kaum was sehen. Ich habe schon Kopfschmerzen, nur vom Reinschauen. Also, nein, nein. Okay. Klar, wenn du sagst. Okay, auch das hat wieder eine Folge. Ja, so viel Schmetterlingseffekte, das ist ja der reinste Wahnsinn. Jessica. Die gute Jess. Ja, der Mike fehlt noch. Ich würde sagen, da sie ja so beharrlich auf ihren Liebsten wartet, schaut sie doch mal aufs Handy, würde ich sagen, oder? Das hast du jetzt nicht getan. Nimm die Hände dahin, wo ich sie sehen kann. Du bist umzingelt. Aber wie könnte ich mich da noch wehren? Welche Wahl habe ich, eine sexy junge Rebellin, denn noch, als mich dem jungen, strammen Militäroberst zu ergeben, der mich festnehmen will? Wir nehmen den Schneeball. Ich, keine Ahnung, wenn du es so sehen willst. Hey! Wow, 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 wow. Zack! Au! Klasse! Das ist doch wüstig, das weißt du. Wo versteckst du dich, kleines Vögelchen? Hier bin ich, Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann! Wow. Und geschafft! Hey! Oh, ups! Puh, fast getroffen worden! Moment, den Vogel kennen wir doch! Hallo! Komm schon. Da ist er. Und... Hey, Mike. Schakalaka. Okay, jetzt hast du mich. Schon. Manchmal ist es am besten einfach nichts Michael. Zu tun. Ich kenn all deine Tricks. Das ist wohl wahr. Ich will den Vogel ja nicht abwerfen, richtig? Aber jetzt. Oh. So geht das. Ich finde dich, Jeff. Und dann was? Wow. Es reicht. Oh, wow, ja. Nichts da. Jetzt bist du dran. Hab dich, das war's. Endstation. Hast du mich ins Flach gelegt? Ich weiß nicht. Ich glaube, das wüsstest du, wenn es so wäre. Okay, okay. Mal sehen. Sagen wir also mal, ich habe gewonnen. Du bist eine würdige Gegnerin, Miss Jessica, die Schneeball-Queen. Okay, das klingt fast schon reizvoll. My Lady? Ein bisschen Romantik zu Beginn, würde ich mal sagen, oder? Wow, gib dir lieber noch was für später auf. Endlose Reserven. Wir sollten zur Lodge gehen. Ja, auch wenn es hier echt schön ist. Beinahe atemberaubend. Ich meine, ich könnte auch hier bleiben für ziemlich lange, vorausgesetzt. Ich könnte mit dir rummachen. Nur rummachen? In Gänsefüßchen. Tja, ich fürchte, irgendwo zwischen diesen Gänsefüßchen frieren wir uns zu Tode. Ja. Gut.
Gut, wir haben also unser Pärchen und da kommt wohl die letzte Bahn. Mit dem letzten Charakter, der uns noch gefehlt hat. Dann haben wir alle 8 beisammen. Oh, und landen wieder hier. Da sind wir wieder. Und wie fühlen wir uns jetzt? Eigentlich noch recht entspannt, mein Freund. In der vergangenen Sitzung haben wir festgestellt, dass du gewisse Dinge fürchtest. Und zwar Tote oder Untote. Dieses Mal versuchen wir, zu den Wurzeln deiner Ängste vorzudringen. Jetzt nimm dieses Buch und blättere darin. Du siehst da Sets aus Bildern und Symbolen. Ich möchte, dass du mir sagst, welches Bild in jedem Set dich jeweils am meisten verängstigt. Okay. Ernsthaft. Jetzt ist die Frage, worauf bezogen? Also, im... Keine Ahnung, was das bringen soll. Blättern wir mal um. Aje. Ja, Flugzeuge machen mir Angst oder Gedränge macht mir Angst. Es gibt einen gewissen Grund, warum mir Flugzeuge Angst machen. Blättern wir mal um. Ey, was haben wir denn hier? Ich fürchte mich vor Höhen. Ja, ich glaube, das ist ziemlich einfach zu entscheiden für mich. Blättern wir mal weiter. Ratten oder Schlangen? Ja, da bin ich definitiv bei der Schlange aufgrund des Giftes. Die Ratten sind da weniger mein Problem. Oh, das war's schon. Weiter, bitte. Nein. Messer sind beängstigend. Waffen sind beängstigend. Da bin ich ganz ehrlich, da bin ich eigentlich eher beim Messer. In diesem Punkt ganz klar Kakerlaken, weil sie einfach widerlich sind. Und er notiert da weiter fröhlich seine Sachen. wow, da bin ich ganz ehrlich, hier treffe ich auf 2 Sachen. Ich finde Clowns à la Joker finde ich eher ziemlich cool. Daher macht mir eher die Vogelscheuchen Angst. Und ich frage mich, welchen Charakter spielen wir hier gerade? Wer ist das? Blut ekelt mich an, Krähen sind beängstigend. Ja, die Krähen doch eher, weil... Ha! Habe ich dich erschreckt? Verzeihung. Du machst das wirklich gut. Alter! Sei nicht nervös. Du bist ganz schön strange, Kollege. Versuche es etwas schneller. Je mehr du dich auf deine Instinkte verlässt, desto ehrlicher sind die Antworten und desto aufschlussreicher wird dieses Erlebnis. Na super, jetzt noch auf Zeit das Ganze. So ein Arsch. Aber wo ist denn die Zeit? Krähen sind mir eigentlich, ich habe Angst vor Nadeln. Naja, Nadeln sind mir, ich bleib bei Krähen. Weiter geht's. Uah. Nein, Zombies machen mir keine Angst, da bin ich eher abgehärtet. Vogelscheuchen sind da was anderes. Nein, Wölfe machen mir auch keine Angst. Krähen. Also es geht alles irgendwie in Richtung Krähen hier gerade, habe ich den Eindruck. Stürme machen mir auch keine Angst. Ist wieder die Krähen. Ich habe keine Ahnung, warum. Das ist sehr interessant. Danke dafür, dass du so gründlich warst.
Spinnen, Vogelscheuchen und Krähen. Tolle Kombination. Klingt perfekt für Freitagnacht. Oh, wow. Tja, ich fürchte, unsere Zeit ist mal wieder um, aber ich verspreche, wir sehen uns bald wieder. Das ist irgendwie strange, der gute Kollege. Und vor allem, wo sind wir hier? Welcher Charakter sind wir und warum sind wir hier? Und... hier nochmal die Zusammenfassung. Findet ihr das nicht ein kleines bisschen krass? Ach, komm schon, sie hat es verdient. Hannah! Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Es war nur ein Spaß, Han. Oh, verfluchte Schwanze. Nein! Shit! Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood Winterausflug. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem Einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern. Ich muss erstmal zu Sam. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Und ich musste nach hinten. Und neben Josh, als Banknachbarn. Boom. Schmetterlingseffekt. Ja, nochmal unsere Zusammenfassung. Ah, mit jedem Aufstieg kommt mir der Berg höher vor. Ach ja? Das denke ich mir auch immer. Josh, Bruder von Hannah und Beth. Die beiden, die gestorben sind. Kompliziert, nachdenklich, liebevoll. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, es sind 9 Stunden noch und pro Stunde scheint ein Kapitel zu sein, was sich das Ganze hier verändert. Komm, da bin ich mal gespannt. Warst du oft hier? Für dich schrumpft er doch sicher. Ja, das stimmt wohl. Dann sorgst du mir mal für ein paar Handymasten. Ich habe schon Entzugserscheinungen. Hast du mal eine Million Dollar für mich? Dann kriegst du die Dinger sofort. Witzig, dass du das sagst. Ich hab sie in der anderen Jacke. Ups. Hey, Gang. War der Aufstieg okay? Ach, hab mich gefühlt wie ein Packesel, aber hey, man kann nicht alles haben. Ja, war ganz okay. Ein bisschen gruselig, ich meine, schon seltsam, wieder hier zu sein. Sie werden alle beobachtet. Yo, 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 steigt hier oben mal die Party, oder was? Klar, Mann. Matt und Emily tratschen, Sorgen, ist alles okay? Ich glaube, die Frage stellen wir mal zuerst. Hey, geht's dir gut? Muss echt hart sein ohne deine Schwester. Stop. Ich meinte nur das. Nein, ich weiß, was du meinst. Mann, ehrlich, ich bin drüber weg. Ich will nur, dass wir eine schöne Zeit haben, weißt du? Genauso wie es früher war. Okay. Verdammt! Das blöde Ding. Vereist. Was sonst? Vielleicht gibt's noch einen Weg rein. Es gibt 1000 Wege da rein, nur alle verschlossen. Es gibt sicher ein Fenster um die Ecke, das wir vielleicht aufmachen können. Warte mal kurz, du meinst also, wir sollten einbrechen? Ich glaube nicht, dass es Einbruch ist, wenn du da wohnst, oder? Hey, nicht, wenn ich die Cops nicht rufe. Mal voran, Kumpel. Hey, Ash. Hey, Chris. Unruhig. Seltsam, wieder zurück zu sein. Zuversichtlich. Schön, wieder hier zu sein. Ich würde sagen, zuversichtlich, sagen wir jetzt mal. Wie läuft's bei dir? Gut, nur etwas kalt. Ich bräuchte jetzt ein warmes, kuscheliges Feuer. Ja, das hört sich verlockend an. Gut, wir steuern ihn und wir haben ein Status-Update. In gewisser Weise. Was haben wir denn hier? Finde einen anderen Weg in die Lodge, das ist unser Ziel, hilfsbereit, ist ein bisschen gestiegen, die Beziehung zu Jazz ist jetzt nicht so die geilste. Tapferkeit auch nicht wirklich. Wie sieht es denn mit dem Schmetterlingseffekt aus? Wir haben da einen neuen. Ein Vorbild an Diskretion. Ashley riet Matt ab, das Teleskop zu benutzen. Matt, Mike und Emily nicht flirten. Ja, das ist wohl wahr.
Ja, hier haben wir die Charakterinfos. Da haben wir auch noch nichts Neues. Hier auch nicht. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Hier haben wir nichts Neues irgendwie zum... Moment, ich komme gleich wieder. Ich schaue mal eben ganz kurz. Komme ich hier irgendwo hin? Das war wahrhaftig. Wir können hier... Oh, wir können einiges machen. Was haben wir denn da? Ein Totem. Kennt ihr noch die Farben? Ein gelbes. Autsch, das sah nach irgendeiner Säge oder sowas aus. Oder ist das das Fenster vielleicht? Okay. Strange. Können wir mit den Kollegen eigentlich reden? Hallo? Kann ich mit dir? Matt! Lang ist's her. Kaum erkannt, ganz ohne Helm und Trikot. Ja, bisschen schwierig. Schön, dich zu sehen. Also, du und Emily. Ihr seid zusammen? Hundertprozentig, Mann. Kam etwas überraschend, aber es ist toll. Okay. Was hat sich jetzt geupdatet? Hier nichts. Ja, das sind alles nur die Charakterwerte. Okay, gehen wir mal weiter. Können wir hier? Ja. Und? Hast du Ash schon gesehen? Ja. Cool. Und, wie geht's dir denn? Ganz gut. Wieso? Einfach so. Scheint keine besonders prickelnde Beziehung zwischen den beiden zu sein. Also so jetzt von wegen, ja, schön. Schön, dass wir hier sind. Eher angespannt das Ganze. Ich frage mich, gehe ich nochmal eben kurz hier hoch? Ich glaube ja. Wo könnte man nochmal schneller gehen? Nein, das war die falsche Taste. Ah. Ich wollte nur mal eben kurz gucken, ob hier oben noch irgendwas ist. Oh, ist das dunkel hier. Gut, hier scheint nichts mehr zu sein. Ich gehe wieder runter. Gut, dann folgen wir jetzt mal dem Guten. Zu einem Fenster zum Öffnen. Komm, geh mal vor, Kollege. Eieiei, unheimlich hier dieser Gang. Oder Weg. Ashley sah heute verdammt heiß aus, oder? Sie schlägt ein wie eine Bombe aus dem Nichts, oder? Ich will ihr am liebsten den Parker runterreißen und mich mit ihr im Schnee wälzen, klar? Klar, voll. Ja. Absolut wahr. Wann willst du denn die Kleine ins Bett kriegen? Als hätte ich da Chance. Komm schon, Mann. Sie verbringt doch praktisch ihr gesamtes Leben nur mit dir alleine. Ja, aber nur als Freunde. Hör zu, Alter. Sieh dich um. Sieh dir die herrlichen Berge an. Siehst du hier irgendwo Eltern? Ich meine, gibt's irgendwo ein perfekteres, super Szenario, so vollgepackt mit erotischen Möglichkeiten? Du und Ashley, endlich allein. Du hast die Vorarbeit geleistet. Du warst der perfekte Gentleman. Jetzt hol sie dir endlich in die Kiste! Cool, mal cool bleiben. Ich weiß nicht, Mann. Was heißt, ich weiß nicht? Aber was, wenn's nicht funkt? Sie will dann... Wir können keine Freunde mehr sein, wenn ich sowas versuche. Hast du mir nicht zugehört? Reiß dich am Riemen, Bro. Sei ein Mann. Ja, immer wieder ein schwieriges Projekt, sag ich ja zumal. Also, wie lautet der Plan, um in die Lodge meiner Eltern einzubrechen? Ich hab nicht gesagt, ich hätte einen Plan. Ich dachte, du hättest einen. Denk dir was aus, Kumpel. Sonst hast du hier vier entzückende Ladies, die sich den Hintern abfrieren. Ich sag's dir gleich. So kriegst du sie nicht in die Kiste. Oh, shit. Keiner steht auf Frostbeulen. Ja, wohl wahr. Ja, worauf ich hinaus wollte, es ist immer schwierig, so eine Beziehung zwischen Mann und Frau als Freunde. Und wenn es dann weitergehen soll, ja, es ist immer eine schwierige Kiste. So, hier haben wir Fenster. Sieht langsam der Saft aus. Jetzt verreckt mir auch noch mein GPS. Endlich bin ich mal draußen und könnte es tatsächlich benutzen. Bist du nicht mal ohne dein Handy klar? Was haben wir denn da? Wieso?
ist von nichts anderem. Naja, es kann halt so viel Zeug und... Ja, hast du eine App, die uns in die Lodge reinbringt? Nope. Eine App, mit der du ein Date kriegst? Ja, eigentlich... Das ist doch ein Axt, oder? Nicht. Die Antwort ist... Hast du nicht. Hm. Hier fehlt eine Axt. Warum fehlt hier eine Axt, frage ich mich. Hinweis. Axthalterung, Fundort, Washington Lodge, außen. Eine an der Wand befestigte Halterung, in der eine Axt stecken sollte. Die Axt fehlt jedoch. Vielleicht interessant für eine Flucht. Vielleicht? Ja, ja, ja. Das nenne ich ja mal clever. Sehr gut. Okay, die können wir verschieben, dann kommen wir da oben dran. Noch ein Stück. Und noch ein Stück. Müsste eigentlich jetzt reichen, oder? Ich würde aber ganz gerne noch. Naja, egal. Ich hätte gerne noch. Wow, vorsichtig. Alles okay. Hätte ich in der Kletterstunde mal besser aufgepasst. Ja. Du meinst Sport? Ja, da wo man das Seil hoch muss. Oh. Okay, das ist strange. War ich das? Ich glaube nicht. Hier, nimm das. Wow, Chris, ich habe gerade eine Wahnsinnsidee. Ja? Absolut. Lass hören. Okay, also, ich bin ziemlich sicher, ich habe noch irgendein Deo in einem der Badezimmer. Benutzt doch das mit dem Feuerzeug. Ich schnall das nicht. Wie soll uns ein Deo-Stift denn helfen? Spray, Mann, es ist Spray. Oh, ja, jetzt verstehe ich. Flammenwerfer. So wie bei unseren Spielzeugsoldaten. Ja, die so schön schmelzen. Einfach das Spray ans Feuerzeug halten und... Palbeifer heißt das Schloss. Bingo. Okay, du kriegst es hin. Ich muss schnell was erledigen. Ist es okay, wenn du dich kurz allein durchs Dunkel kämpfst? Nein, aber ich mach's. Geh mit Gott, Partner. Das ist keine gute Idee. Gar keine gute Idee. Jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, warum und wozu das führen kann. So, hier vorne haben wir irgendwas. Was haben wir da? Ein Totem. Ja, genau das, ein rotes Totem. Genau das meinte ich. Da wird mit dem Feuer gespielt und dann sieht man auch, wozu das führen kann. Ja, meine Freunde. Da stehen wir nun und stehen hier unten im Keller und können uns noch ein bisschen umschauen. Aber das werde ich erst in der nächsten Folge tun. Ja, wir haben jetzt alle Charaktere kennengelernt und haben ein bisschen gesprochen, haben als ein oder andere Totem gesehen und ich bin gespannt, wo das Ganze hier weiter hingeht. Puh, es ist gerade ein bisschen unheimlich. In der nächsten Folge wissen wir, wie unheimlich das noch wird und ob wir nicht noch eine andere Idee finden, als das Feuerzeug mit einer Deodose zu benutzen. Nun ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hier bei Until Dawn.